Wir kommen jetzt zum nächsten Part von Super Mario Bros. Welt 2 heute aktiv. Und ja, neue Welt, neue Freude, neue Hindernisse, neue Goombas, die wieder plattgetreten werden müssen. So, wir machen uns jetzt mal wieder groß mit dem Pilz. Und wie wir ja bereits im letzten Part gesehen haben, werden wir auch durch eine Berührung sofort wieder in ein kleines Mario. So, die Koopas sind aber jetzt eine kleine andere Gefahr, die man auch hier so hart behandeln muss. Ja, ihr habt, das meinte ich nämlich, Hupsala. Ja, man kann sie als Hindernis oder als gefährliche Waffe sehen. So, jetzt hol ich mir jetzt meine One-Up hier noch. Der hier ein kleines bisschen unverschämt versteckt war. Und ja, was kann man ja noch hier in diesem Spiel noch so schön alles erklären? Ja, wann bin ich überhaupt mit dem Mario Game in Kontakt gekommen? Ich bin ja Baujahr 1985, also könnte man sagen, ja, bin eigentlich so kurz danach eigentlich überhaupt dem Release der Nintendo überhaupt damit in Berührung gekommen. Nur damals nur als Zuschauer, das hatte damals mein 7-jähriger älterer Bruder damals gespielt. Ich war nur damals noch der Zuschauer, war noch ein bisschen, kann man sagen, in meinem Falle dumm und unerfahren. Keine Ahnung, was es um was sie ging. Und hier die Röhre. Nichts mehr Röhre, oder? Ne, warte mal. Gibt es gar keine Röhre zum Reingehen, weil hier gibt es auch noch eine besondere Wichtigkeit, die diesen Mario ihren Debüt feierte. Was ist es? Es ist die Bohnenranke. Die Bohnenranke, auch ein wichtiges Bestandteil der Mario Games gewesen. Oder sprich, ist es ja immer noch. Ich weiß nicht, ob überhaupt. Ich habe die späteren Mario Games nicht mehr so gespielt. Also nach Galaxy war ja Schluss für mich. Danach bin ich auf die PlayStation rübergewachsen. Vielleicht bin ich auch noch überlegen mit der Switch auch und überhaupt noch andere Games auch wieder. Auf jeden Fall, Bohnenranke war dafür da, weil hier in dieser oberen Welt hier mit den Wolken, Grinsebacken und so, hier wieder Münzen sammeln können. Da brauche ich ein bisschen Anlauf hier ein bisschen für, damit ich vielleicht alle drei kriegen könnte. Ah, schade, den einen habe ich verfehlt. Schande über mein Haupt, aber naja, musste halt so sein. Ja, damals hatte ich auch nur mit dem Begriff... Oh, die Zeit läuft jetzt wieder knapp vor die Nase. Aber ich nehme mir... Lass mich nicht von dieser Zeit abwenden. Ich will hier an diesen Block ran. Ich könnte schwimmen, man konnte früher hier hochgehen. Aber jetzt habe ich mir selber gerade ein Hindernis gemacht. Weil dieses, nennen wir ja Side-Scrolling hier, hat es uns ein bisschen schwer gemacht. So, hier könnte man auch mit Trampolin hochgehen. Für die Einfachen kann man einfach den Block hier nehmen. Ich fahre mal mit dem Trampolin hier hoch. Und hüpfe hier auf diese Fahnenstange, um die nächsten Münzen einzukassieren. Und man kriegt ab und zu mal hier Feuerwerk vorgespielt. Das sind so, ja, Bonuspunkte, kann man ja nur sagen. So, jetzt kommt aber nächstes Debüt. Die berühmte Wasserwelt. Auch selbst diese Musik hat auch so ihren besonderen Debüt hier gehabt. Und auch unsere berühmten Gegner hier, die Bloopers hier, weißen Tintenfische, kann man nur mit Feuerbällen hier in diesem Spiel besiegen. Also mit dem dicken Bauch drauf zu landen, wird dir nichts bringen. Also lass es lieber. Ach, schön, hier diese Musik zu hören. Nostalgie pur, sage ich euch nur. Ab und zu schweige ich sogar extra vor euch, um also diesen Genuss hier noch auch mitzuempfinden. Und sehr sind auch die Piepis oder Pieps Fische hier auch, oder man nannte sie auch die fleischfressenden Piranhas auch. So, die kann man auch nur, wie gesagt, ja, im späteren Spielverlauf kann man sie auch normal mit Draufsprung besiegen. Nur halt in der Wasserwelt kannst du hier nicht auf die Gegner springen. Weil die Pasta-Bäuchlein hier von Mario hier kann halt nicht so viel erreichen. Ich will es mal ein bisschen schneller machen. Ein bisschen will ich schon ein bisschen vorankommen. Da war jetzt das nach hinten losgegangen. So, und hier der berühmte Ausgang, der durch die Röhre. Wir genießen wieder diesen schönen Röhrensound. Ja, damals gab es ja auch noch dieses, also sprich, früh später gab es auch diesen Sound, wenn er hier auch rauskam, gab es diesen bekannten Röhrensound. Hier hatte man jetzt noch nicht gehabt. Weiß nicht, woran es lag. Vielleicht kam es noch nicht auf die Idee. Oder vielleicht gab es noch damals auf der Gamecard nicht die Möglichkeit, das da reinzubauen. Aber, naja, so ist es ja, ne? Man muss halt mit den Dingen klarkommen, womit man halt klarkommt. So, wir haben jetzt auch ein bekanntes Mario Bros. Level jetzt hier vor uns liegen bei Welt 2, Level 3.
Die bekannte Brücke. Ja, die Brücke sieht nicht so toll aus, sondern wir werden jetzt auch hier von den Piranhas hier auch angejumpt. Und hier haben wir auch wieder diesmal aber die Möglichkeit, diesmal auf die aufzuspringen, was ich natürlich jetzt wieder nach hinten losging bei mir. Typisch ich, Karma, Vorführeffekt. Aber keine Sorge, da ist wieder der nächste Pilz, der mich wieder groß macht. Und trotzdem, ouch! Sind die Piranhas ganz schön gemein und sagen, nö, Mario, nö, 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 du wirst jetzt nicht wieder Feuer, Mario. Du bleibst mal schön da, wo es ist, ne? Du bleibst jetzt mal klein und hilflos. So kannst du uns nicht hier wegkommen. Naja, habe ich jetzt aber Pech gehabt, kann ich jetzt diesmal den anderen Koopa, oder sprich Fake Koopa Bowser, nicht wieder in seine ursprüngliche Form verwandeln. Aber ich glaube, das war in diesem Level, war das, glaube ich, Koopa, der eine Bowser-Form ist. Und das weiß ich noch ganz genau. Ich habe nämlich damals die ganzen Koopas damals mit als Feuer Mario besiegt. Deswegen war ich mich neugierig damals war, wie sie, welche Fake Bowsers da hinter der Maske standen. So, das hier sind, glaube ich, die Feuerblups, glaube ich, hieß die, glaube ich, damals. Die hatten auch ihren, mit DFC auch ihren erstes Debüt. Na, nicht ganz. Ich glaube, bei Mario Bros. Waren sie, glaube ich, auch noch dabei. Aber nur als eine Art Feuerkringel, meine ich jetzt. Ja, so in dieser Art und Weise. Fällt mir jetzt gerade mal so auf. So, warte mal. Könnte man einfach so drüber jumpen? Hahaha. Mö. Perfekt hier runtersliden. Oh, shit. Mario hat es nicht geschafft, weil er so dick ist wieder. Der liebe Klempner. Ja, man muss auch mal bedenken, Mario war ja, hatte ja auch, ja, was heißt, er hat ja nicht sein erstes Debüt als Klempner gehabt. Hupsa! Und da wirst du jetzt weg von mir sein. Ich mache hier wieder komische Faxen, ich weiß. Okay, so, danke Mario. But your princess in our castle. Aber lassen wir es so stehen. Sagen wir mal, dieser Part ist jetzt auch leider auch schon kurz geraten, aber dafür, wie gesagt, habe ich mich dran, halte ich mich dran. Pro Level, ein Part, also sprich eine Welt, ein Part. Dieser Part endet auch wieder hier. Und ich sage, wir sehen uns dann am nächsten Part von Super Mario Bros. Ne? Bis dann, liebe Leute. Ciao, ciao.